So, zieht euch mal um, wir machen unser Training. Ein kleiner Stoppelacker. Okay. Überschaubar. Aber wir müssen vorne. Gute Dimensionen. Ja. Gute Dimensionen. Ja, jo, da ist kurz. Am nächsten ist der Weich. Das nicht. Wunderbar. Kann man streicheln. Könnt ihr hier gut drauf spielen? Das ist guter Untergrund. Vor drei Wochen haben sie noch die Ostereier hier gesucht. Wir kicken jetzt drauf. Und du und dann Luigi und ich fangen an, links und rechts, und dann können wir. Nach relativ kurzer Zeit, okay. Dann haben wir drei Auswechselspieler. Ja. Lothar, wir machen für dich. Hip, hip! Hey! Hip, hip! Hip, hip! Und Leute, aufpassen, der Boden. Den Ball nicht direkt spielen, lieber erst annehmen, weil der Boden ist ziemlich ätzend. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Wir sind recht optimistisch. Aber, naja. Die sind auch nicht schlecht. Wir haben ein Gesamtalter unserer Mannschaft von über 500 Jahren. Ich denke, damit sind wir die Methusalems dieses Turniers. Aber gut, vielleicht bringt das ein bisschen Erfahrung mit sich, die wir in die Waagschale werfen können. Aber bei den Ungarn sieht es eigentlich auch ganz ausgewogen aus. Also ich denke, es sollte eine faire Begegnung werden. So. Wir sind alle vorsichtig miteinander. Und der Gesund ist wichtig. Ja, genau. Guter Spiel. Okay. Lass mal hüsten. Dran, ja. Eine Minute. Schiri war auch nicht auf unserer Seite. Aber es soll keine Entschuldigung sein. Ehrenvoll verloren gegen die Ungarn, viel Pech gehabt. Und am Ende müssen wir zugestehen, dass die Italiener ein Tick zu stark waren. Nächstes Spiel, neues Glück.
Wir sind der gefühlte Sieger und das ist viel wert, ja, viel mehr genau. als das Ergebnis. Also für das, dass Sie so viele Auswechselspiele hatten. Genau, ich fühle mich als Sieger. Ja. Ich fühle mich als Sieger. Moralisch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber die dritte Halbzeit ist immer unsere Stärke. Oh ja. Oh ja.